Ein Kinderspiel wird es ganz sicher nicht werden, auch wenn das mancher Experte erwartet. Den deutschen Fußballfrauen reicht im letzten Gruppenspiel gegen Russland ein Unentschieden, um ins Viertelfinale der EM einzuziehen. Aber vorne drückt der Schuh, Tore müssen her und hinten vermieden werden. Das wird kein Selbstläufer. Dennoch wollen wir morgen nicht nur ein Tor schießen, sondern zwei, drei Tore, um da einfach auch mal den Stempel aufzusetzen. Die Offensive ist gefordert. Die erfahrene Anja Mittag, die Weltfußballerin Jennifer Marojan und auch trotz der bisher zahlreich vergebenen Torchancen bei dieser EM Mandy Islacker. Zum Beispiel so eine Mandy wird auf jeden Fall morgen spielen. Die hat, wie wir alle, finde ich, das Glück der Tüchtigen verdient, dass sie morgen die Buden macht. Die DFB-Spitze vertraut dem Team von Bundestrainer Steffi Jones trotz der Ladehemmungen. Man muss sich halt auch in solche Turniere reinbeißen können. Es ist für Steffi jetzt ein Start, auch mit einer neuen Mannschaft, muss man auch dazu sagen. Und ich denke, sie machen es im Moment ganz gut. Und jetzt gehe ich eigentlich davon aus, dass sie morgen den Schritt ins Viertelfinale machen. Optimismus auch bei Steffi Jones. Bei ihrem Debüt als Bundestrainerin im September schlug das DFB-Team Russland mit 4:0. Ein Ergebnis, mit dem die deutschen Fußballfrauen beste Chancen auf den Gruppensieg hätten.